Dance Party! Und ich weiß nicht, was Chloe und Morgan hier machen. Anscheinend ist hier gerade eine Gruppenversammlung gestartet worden. Ich guck mal nach. Ja, hier ist gerade einfach begonnen. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gemacht. Sie sind einfach gekommen. Aber gut. Hatte Morgan das Kleid schon immer an? Und was hat mit Chloe für Sachen an? Zieht euch mal bitte andere Sachen an. Das ist ja. Die Sachen hat ihr noch nie angehabt. Warum habt ihr die an? Also gut, ja, du natürlich, weil wegen der Arbeit, aber du? Als Ufologin zieht man sowas, glaube ich, nicht an. Okay, ich glaube, sie nehmen echt alle ein bisschen zu. Gut, ich weiß nicht, was die beiden jetzt machen. Und ich glaube, die müssen auch eigentlich morgen wieder arbeiten. Ja, du musst morgen arbeiten und du auch. Aber gut, wenn ihr meint, dass ihr hier sein müsst, dann müssen halt hier eigentlich hier sein. So, schmeicheln. Tag verschönern. Dann machen wir mal einen Tanz in der Runde. 1-2 Wechselschritt. So. So, und du kannst hier kurz mal eben zusammen tanzen. Stimmt, eigentlich könnte ich mal hier ganz kurz bei den Abtrünnigen. Moment. Die sind ja auch so ein bisschen Party. Ah, du bist. Ich muss glaube ich. Entschuldigung. Sachen und Sabotieren mache ich mal raus und mach dafür dann. Spiel und Spaß ist es dabei. Nein, okay, Hobbys. Auch nicht. Kunst und Musik? Da ist es, perfekt. Tanzen, sehr schön. Yay! Geht richtig ab, meine Lieben. Wunderbar. Keine Ahnung, was Morgan da gerade macht vor mir, aber kein Problem, tanz in mich rein. So, machen wir alle. Macht mal einen Tanzwettbewerb. Ja, bitte. Mit wem möchtest du dich messen? Oh, komm, machen wir mit Akira, ne? Ich weiß, er wird mich umbringen, weil er einfach viel besser ist als ich, aber ist mir egal. Komm, hauen wir raus. Oh, Chloe beherrscht jetzt einige neue Tanzschritte und kann jetzt Leuchtstabdrehungen und kann auf der Tanzfläche präsentieren. Let's go! Chloe, du hast wieder die falschen Sachen an. Ich stehe falsch rum. Na, dann hau raus. Na komm, du musst schon. Du musst schon was machen, mein Lieber. Hat er gerade abgebrochen? Er hat abgebrochen. Okay. Egal. Zusammen tanzen. Nach Tag fragen. Die kritische Unterhaltung. What the fuck? Hat Candy denn da bitte an? Ach du heilige Scheiße. Wir haben herausgefunden, dass Akira romantisch ist. Ja, ich weiß. Ja. Das ist ja wieder aktualisiert, sehr schön. Okay, ach du heilige. Was ist denn das? Was tragen die denn für Sachen? Was? Hä? Kann man irgendwo sagen, dass sie Sachen auch nicht anziehen sollen? Dass, beziehungsweise, dass sie bestimmte Sachen anziehen sollen? Freundschaftsbändchen. Einfach so. So ein mega böser Vampir und einfach so. Yay! Wir sind best friends forever! Was brauchen denn Vampire für einen Schub am besten? Selbstsicher, oder? Ja, ich mach mal selbstsicher Schub. Komm, weißt du, was wir gerade sowieso schon Versammlungen gestartet haben, dann machen wir alle raus.
Wenn wir schon hier haben, dann können wir alles raushauen. Vampirkräfte benutzen. Oh, süß. So, ich werde einfach ganz kurz. Vampirisches. Was ist los? What the fuck? Okay, ich tanze erstmal richtig. Was mache ich? Hey, was mache ich denn da? Level 5 der Tanzfähigkeit. Ich habe. Oh. Ich dachte, ich wäre Level 1 oder so. Okay, ich bin einfach perfektioniert. Mark beherrscht jetzt den Rückwärtssalz und hat ein neues Paar Retro-Tanz-Turnschuhe freigeschaltet, die ab sofort im Schrank verfügbar sind. Traumhaft. Wo ist denn. Oh. Klar. Das ist natürlich auch ziemlich ungeil. Na, du flirtest mich. Bitte nicht schon wieder. Bitte geh weg morgen. Nein, du lässt das. Du machst das ganz bestimmt nicht. Morgen. Weg. Einfach weg. Du und Chloe, du machst mich auch nicht an. Weg da. Ich habe da eine bessere Idee, was ihr beiden machen könnt, weil ihr geht mir nicht oben, sondern geht einfach wieder nach unten. Und macht einfach währenddessen was. Etwas anderes. Ich möchte nämlich mit dem lieben reden. Ich möchte nicht mit ihm flirten, ich möchte ihn einfach nur einfach ein bisschen, damit er mich direkt mehr mag. Außerdem ist ja gerade Katrina nicht, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn mich aus jemand anflirtet. Dann dürfte sie nichts, da wir gar kein Problem haben. Wie alle direkt verführt sind, das ist schon cool. So. Wo sind denn meine Vampirkräfte nochmal? Ich verliere es immer wieder. Hör auf, mich anzuflirten. Unglaubliche Geschichte. Und er wurde anwesend zu verwandeln, ist wie gesagt immer noch ein bisschen zu krass. Ist gut jetzt. Hier. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt nächstes dann haben. Am besten noch was andere beeinflusst. Ja gut, Vampirscham brauche ich jetzt nicht. Vampirische Führungskraft? Verführungskraft. Achso, ich wollte gerade sagen. Führungskraft hätte ich sehr komisch angehört. Gut. Persönlichkeit entblößen. Ja gut, das brauche ich auch nicht unbedingt. Halluzinationen hervorrufen, das ist ganz okay. Das ist auch ganz cool. Ich glaube, das und das hier ist eigentlich das Beste gerade im Moment. Durststiller. Abseits der Herde. Sozialbedürfnisse sinken. Das ist auch kurz cool. Nebelgestalt. Das ist auch cool. Gefühle beeinflussen. Das ist auch cool. Aber es ist, glaube ich, nichts mehr, wo ich jetzt sage, boah, das muss ich unbedingt instant haben. Abgesehen jetzt halt so von den Sachen, die das Ganze natürlich so ein bisschen erleichtern würden. Kind des Mondes. Mesmerisieren. Was bringt das hier? Wir setzen ein Zimmer in Trance. Ist das nicht eigentlich theoretisch das gleiche wie Halluzination hervorrufen? Also. Na gut. Ich lasse es mal. Ja. So. Ich spare, glaube ich, auf Gefühle beeinflussen zuerst und danach. Alle sind mich am Anflirten. Alle. So, ihr beide habt hoffentlich euren Spaß. Ja, das sieht gut aus. Und danach könnt ihr beide mal nach Hause gehen. Warum bist du eigentlich nicht mehr am Lernen? Das ist. Christian? Ach, man muss jemanden auswählen. Das habe ich nie geschnallt. Nee, das ist. Okay, jetzt geht's wieder nicht. Hä? Bin ich doof? Okay, anscheinend bin ich komplett blöd. Gut, ich sag jetzt nichts. Ist ja egal. Wo ist denn. Da lässt man ihn mal eine Sekunde aus den Augen und schon ist Akira verschwunden.
Akira? Ist er ernsthaft gegangen? Okay. Gut, dann gehe ich jetzt auch mal. Hier wieder rufen. So. Hä, was ist denn jetzt passiert? Oh! Johnny Schwarz verwandelt sich. Wunderbar. Na, mein Lieber. Du siehst null anders aus als vorher, abgesehen, dass du halt ein paar Falten hast und jetzt scharfe Zähne. Tja. Ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet. Naja, gut. Was ist das denn für... Der Ring, Alter, geht ja mal gar nicht. Die Frau sah gerade voll nett aus. Das war so eine typische... Wenn man die sieht, ist sie halt so... Ich finde die Jacke so stylisch von ihr. Hallo, Markus. Warum ist Chloe noch hier? Hey, jetzt kommt sie zurück, um nach Hause zu gehen? Hä? Hey? Und sie ist in Hundekacke reinge... Oh. Warte, ihr müsst beide arbeiten, ne? Weißt du was, heute macht ihr es einfach mal nicht. Ich habe nämlich eine Idee für später. Erstmal kannst du kurz Rechnung bezahlen. Dann das hier. Aber wann kommt ihr nach... Schau mal eben. Wo wollt ihr den Urlaubstag nehmen? Wann kommst du nach Hause? 21 Uhr. Ja, nee, ist zu spät. Aber du musst ja die ganzen Bedürfnisse noch hochhauen und so. Und du? 19 Uhr ist auch relativ spät. Deswegen Urlaubstag nehmen. So. Okay. Du darfst trotzdem nach Hause. Ihr dürft trotzdem beide nach Hause gehen. Hallo Dominik. Chloe hat einen Tag freigenommen und Morgan hat einen Tag freigenommen. Wunderbar. Katrina muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Alles klar, ich wechsle sofort auf sie. Auf Katrina umschalten. Denn ich möchte natürlich gerne ihren weiteren Arbeitstag miterleben. Ich habe eben, wie gesagt, Morgan und Chloe nur freigenommen, damit die eben sich besser um ihre Bedürfnisse kümmern können, bevor es eben abends wird. Also man kann es, ich könnte es theoretisch auch tagsüber machen, aber abends wird es natürlich besser. Hat nämlich einen schönen Plan, was wir in Brindleton Bay machen könnten. Aber dafür soll es ein bisschen dunkler werden, sonst ist es natürlich nicht so romantisch. Guten Morgen, meine Schöne. Du bist komplett am Arsch. Das ist ja eher weniger geil. Ah, du bist ja komplett am Arsch. Oh Gott. Oh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist ziemlich... Oh Gottes Willen. Ja. Das ist ja... Ah, hi. Das ist echt ein bisschen... hups. Ja. Der Kautopf ist immer nicht fertig. Es ist einfach, glaube ich, hat den Taco-Auflauf einfach immer noch nicht fertig. Es ist einfach... Krabbenkauzkell kannst du mal machen, weil es unglaublich ekelhaft ist, aber... Passt schon. Spinat-Fitaka, genau. Max geht schlecht. Salim, geh doch mal bitte ihn bitten, das Geschäft zu machen. Ja, ich weiß, dass es auf Glomus ist. Das habe ich mir schon gedacht. So, ihr könnt doch gerne hier hinkommen. Hier hinbringen. Und hier hinbringen. Ihr seid bei dem müde, ne? Ja, du musst das auch mal erstmal duschen gehen. Geh ich auf Klo? Ich geh baden, das war klar. Gut, dann geht ihr beide einfach schlafen. Können wir das hier machen? Ihr könnt auch schlafen gehen danach. Monotonie-Mix. Okay. Ja.
Das wird ja lustig. Das wird ein unfassbar lustiger Arbeitstag. Oh Gott, das, ja, das wird ja echt geil. Halb am Verhungern, komplett todesmüde, keine sozialen Kontakte, kein Spaß. Es wird lustig. Es wird, es ist bei perfekter Voraussetzungen für einen Tag am Krankenhaus. Aber sie hat echt keine neuen Klamotten bekommen. Also scheinen die einfach nur so freigeschaltet worden zu sein. Na gut. Kauft ihr mal schnell ein Sandwich? Wir haben 99.349 Simoleons, Alter. Wann haben wir so viel Geld bekommen? So, Medikamente zu einem Patienten bringen. Gegen Lama-Grippe impfen. Dann die Augen untersuchen. Warst du nicht gerade gestern auf der Party? Du warst noch gestern auf der Party, meine Liebe. Das bist du dir ganz sicher, dass du krank wirst? Oder dass du einfach keinen Bock hast und das irgendwie versuchst, in Zürich rumzukommen? Einsam, weil sozial niedlich. Ja, niedlich, genau. Niedrig. Ja, wir werden uns noch kümmern. Vor allem, sie isst ein Sandwich und dazu gibt's Pommes. Wer isst denn zu einem Sandwich Pommes? Ich in meinem Leben noch nie gesehen, dass man zu einem Sandwich Pommes isst. Sie kann sich auch das mit dem Energietrank kannst du keinen vergessen. Oh, sie kann auch aufstehen. Warum redet sie? Achso, weil Medikamente geben. Ist ja nicht nur reden, das ist ja auch handeln. Ups. Sally muss in circa eine Stunde bei der Arbeit sein, das ist kein Problem. Du, mein Lieber, sollst immer noch dich um deine Feinschmecker-Kochenfähigkeit kümmern. So. Muss ich jetzt eine Stunde warten? Ich warte dann mal weg. Ja, ich weiß, du bist müde. Mach doch einfach weiter und dann können wir das schnell hinter uns bringen. Ach so, ich brauche jemanden, der. Ach so. Ach, okay. Augen und Abstrich. Das ist ja ziemlich ungeil gerade. Du bist auch noch nicht. Ja, geil. Die einzige Person, die ich hätte behandeln können, brauchte keine Medikamente, sondern brauchte nur eine Spritze. Katrina hat erfolgreich eine Untersuchung als Training an einem Patienten durchgeführt. Die Testergebnisse scheinen gültig zu sein, aber da spezifische Daten ihr medizinisches Verständnis übersteigen, werden sie die Diagnose an einen Arzt übergeben. Katrina hat auf jeden Fall viel gelernt. Fatima Al-Habib wurde erfolgreich an der Gewebeprobe entnommen. Jetzt muss Katrina sie mit dem chemischen Analysegerät testen, um Daten für die Diagnose zu erhalten. Okay, das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. So wie ich das kenne, wird es in die Hose gehen. So, Salim ist zur Arbeit, sehr schön. Bitte kümmert euch erstmal um alle, um euch selber. So. Temperaturen des Patienten messen, ja gut. Du fällst aber gleich nicht in Ohnmacht, oder? Doch, fällst du. Ja, in 2 Stunden. Super. Und ich kann auch niemanden hier hinbringen. Das heißt, ich bin komplett am Arsch. Das ist ja supi. Ah, weißt du, das Einzige, was wirklich nicht gut ist, ich mach kurz ein Nickerchen, dann kannst du vielleicht ein bisschen Energie aufsparen. Oh, hat alles funktioniert? Analyse abgeschlossen. War erfolgreich. Ui, es besagt, dass es sich eindeutig um eine Infektionskrankheit handelt, die Katrina diagnostizieren und behandeln muss. Na dann. So, Temperatur messen. Ergebnisse an Analyseprotokollieren. Ja, Medikamente geben kann ich noch nicht. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss reichen. Ich kann nicht so lange hier liegen bleiben. Elena, bitte lass mich da dran. Na komm. Elena. Oh. Alter. Ich würde direkt eine. Oh. Sie hat einen Lama. Er ist supi. Na, Bombe. Das ist ja traumhaft. Ah, das Einzige, was mich null interessiert.
Also ihre Bedürfnisse sind ja wirklich komplett im Keller. Aber gut. Ich würde sagen, um dieses diesen desaströsen Arbeitstag kümmern wir uns das nächste Mal weiter hier bei die Sims 4. Und bis dahin sage ich ciao.